Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Hey Leute, was geht ab? Willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu FIFA Mobile 22. Erstmal, ja, tut mir leid, dass gestern keine 20 Uhr Folge online gekommen ist, dass gestern kein neues Video online gekommen ist. Das hat gestern einfach mal wieder überhaupt nicht gepasst, da ich abends noch gestreamt habe auf Twitch und ich habe selbst den Twitch-Stream verschoben, weil einfach ja komplett Chaos war gestern. Und deswegen gibt es heute erst die nächste 20 Uhr Folge. Diese Folge nehme ich auch gerade, ich überlege gerade, ob ich es euch irgendwie zeigen kann. Und wenn ich jetzt hier runterwische, seht ihr keine Uhrzeit. Wenn ich hier runterwische, müsstet ihr jetzt eine Uhrzeit sehen, oder? Da seht ihr, wann ich diese Folge gerade aufnehme. Macher, kein Lacher. Macher, kein Lacher. Wir können als erstes eine Skillboost-Karte verbessern. Welche ist es? Von Patrick Vieira, Junge. Die 30 cm kriegen ein Update auf, kriegen ein Upgrade auf 40 cm. So ein Ding ist das. 116 leider immer noch, Junge. Ich habe doch schon so viel verbessert in den letzten Folgen und so weiter und so fort. Leute, der neue WM-Modus kommt nächste Woche Dienstag raus. Höchstwahrscheinlich bin ich nächste Woche Dienstag dann direkt live. Wahrscheinlich bin ich live um 20 Uhr. Also dann wird es Dienstag keine 20 Uhr Folge geben, sondern Dienstag gibt es nach langer, langer Zeit mal endlich wieder einen FIFA Mobile Livestream zum neuen WM-Modus hier in FIFA Mobile. Einen WM-Event gibt es dann auch noch parallel in FIFA Mobile, aber nicht nächsten Dienstag, sondern ich glaube, das kommt darauf die Woche am Donnerstag raus. Ich glaube, am 18. ist es der Donnerstag. Wenn das der Donnerstag ist, dann passt das eigentlich. Oder dann passt das. Ja, nee, Freitag. Dann müsste es am 17. kommen. Am 17. oder am 18., glaube ich. 17. oder 18. Wahrscheinlich eher 17., weil die Events ja immer Donnerstag enden und aktualisiert werden. Aber ist ja auch vollkommen egal, ob jetzt 17. oder 18. Muss man ja ehrlicherweise auch dazu sagen. Wir gehen hier locker flockig erstmal ganz kurz rein ins Gruppenphase-Event. Und ihr wisst ja, was wir heute machen. Ihr habt es ja sowieso schon im Titel gelesen, da muss ich euch ja jetzt hier nicht auf die Folter spannen. Wir gehen rein ins nächste schöne, saftig-knaftige Pack-Opening, nämlich der Stevie G ist da. Und Stevie G würde ich mich ehrlicherweise auch sehen. Stevie G ist für mich so... Ja, Kindheit so. Stevie G, KK sind alles für mich so Kindheitsidole, Kindheitslegenden. Aber wenn ich, sagen wir mal, guck mal. Wenn ich Stevie G ziehen sollte, dann müsste ich Ballack ersetzen. Ich würde es machen, weil Stevie G halt einfach die deutlich bessere Gesamtbewertung hat, ne? Deswegen würde ich es machen. Auf ganz entspannter Basis. Passspiel durch das Tor, yalla. Noch das zweite Skillspiel, mehr Skillspiele kann man ja nicht machen. Das CPU-Spiel, da sehe ich uns jetzt hier eigentlich nicht in der 20 Uhr Folge. Zack, runter. Ja, Wolski, Philipp Lahm, Messi und Bing Bong. Wichtig und richtig. Und somit sind die Skillspiele hier auf jeden Fall auch abgehakt. Ansonsten, ja, habe ich hier eigentlich, ja, gefühlt, ihr wisst es, ihr kennt es. Huch. Huch, wir gucken mal woanders hin, huch. Wir gehen mal ganz schnell, da nehme ich meine Hände in die Hand, dann nehme ich meine Beine in die Hand und renne einfach nur, huch. So, dann geht es nämlich rein in Division Rivale. Division Rival, CNLC. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was es wird, dann schauen wir mal, was wir ziehen. Wir spielen gegen, was wir ziehen, also was wir gleich ziehen in den CBG-Packs. Ich denke mal, wir werden die ersten vier, glaube ich, öffnen. Wir spielen gegen Musepark. Ich wollte eigentlich sagen, was der Gegner für ein Team hat. Das wollte ich, das war irgendwie in meinem Kopf drin, aber ich habe irgendwie was anderes gesagt. Egal, Leute, war ein langer Tag heute. War ein langer Tag heute und wird ein langer Tag. Zack, Ronaldinho, rein in den Winkel, 1:1, wichtig. Komm, geh vorbei. Geh vorbei. In die Mitte. Ah, doch so, doch nicht, Junge. Ja, gegen so einen Gegner muss ich halt alle Chancen nutzen. Wenn man hier die Chancen nicht nutzt, dann ist es... Ja. Dann hat man halt schon im Vorfeld verkackt. Die Chancen standen im Vorfeld schon nicht so gut. Aber der... Keine Ahnung, was das für Verteidiger... Junge, was ist denn das hier? Da kriege ich schon wieder eine Krawatte, Junge. Und mein Vita-Weight ist leer.
Ach du Scheiße. Ach du Kacke, das ist peinlich gerade. Also gerade wie es so ein Spiel ist. Ach du heilige Maria Josef. Da muss ich ganz dringend los. Wie soll ich denn... Oder es ist die umgekehrte Psychologie. Ich spiele einfach schlecht, dass EA denkt, ich bin ein richtiger loster Spieler. Und dann bekomme ich gleich Stevie G in Impact. Dass EA sagt, oh geil, wir belohnen den, dass er sich wieder freut, FIFA Mobile zu spielen, weil er Stevie G sieht. Wisst ihr, wie ich meine? Junge, ich bin clever. Ein cleverer Fuchs. Ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber ich gehe jetzt eine Runde. Mit Fritz, wollte ich sagen. Mit Keks gehe ich eine Runde. Kennt ihr das? Löwenzahn. Und zack, rein in den Winkel. Richtig, aber ja, trotzdem verloren, ihr habt es ja gesehen. Egal, wir gehen rein, Stevie G. So, was gibt's denn hier alles? Stevie G in 1, 2, 4 Packs bis Ferran Torres ziehe ich. 4 Packs, das erste wahrscheinlich eine Wahrscheinlichkeit von 1%, richtig. Wahrscheinlich das zweite auch eine Wahrscheinlichkeit von 1% und dann erst beim dritten wird's höher. Durchatmen. Einmal kurz nochmal beten und einfach Stevie G. Einfach jetzt Walkout und yalla, Stevie G Impact. Wie schön wäre das? Wie schön wäre das? Ja, aber das ist alles andere als schön. Ihr habt es gesehen, 100.000 Münzen. Easy peasy, lemon cheesy. Und wir haben, so wie ich es gesagt habe, auch im zweiten Pack eine Wahrscheinlichkeit von 1%. Das ist ein Witz, ey. Das ist wirklich das ist bodenlos. Das ist bodenlos. Genauso wie ich hier einfach nichts ziehe. Das ist genauso bodenlos. Yay. Das ist genauso bodenlos. Huch. Jetzt habe ich gefettfingert mit meinem dicken Daumen. So, da will ich hin. 1500 Pünktchen. Wir haben eine Wahrscheinlichkeit von 3%. Es hört sich besser an, aber jetzt auch nicht so, wo ich unbedingt hin will. Ne? 3% ist jetzt auch nicht so viel. Wir ziehen ihn! Wir ziehen ihn! Ja, wir haben ihn, Junge. 3%! Und jetzt ist die Facecam nicht an. Die Facecam ist nicht an und wir ziehen Stevie G. Ich kack ab. Lol, Junge. Alter, an diesem wirklich beschissenen Tag hier, Leute, es war so viel hin und her. Geisteskrank und jetzt werde ich belohnt hier am Ende des Tages noch. Heidewitzka, leck mich am Arsch. Wir ziehen Stevie G und der kostet 120 Mille. Ich werde ihn nicht verkaufen, ich werde ihn spielen. Ballack. Tschüss Ballack, tschüss Michael Ballack. Ballack. Ich werde aber trotzdem noch dieses Pack öffnen, mit der Hoffnung, dass ich noch einen ziehe. Yippie! Yippie! Oh, es wäre so schön gewesen. Ja, es war eigentlich unnötig, das Pack jetzt noch zu öffnen, wenn ich schon davor das DBG gezogen habe. Wie teuer ist ein Ballack? 3,8 Millionen, okay, das ist auch ein... Ja, nicht so... Nicht so lecker, würde ich sagen. Nicht so lecker. Aber wir haben ja jetzt den DBG im Team. Und mit DBG habe ich hoffentlich... Warte mal. Kann ich das hier nicht irgendwie... Wie mache ich das nochmal? Tauschen. Aber jetzt habe ich doch die Ränge wieder verkackt, ne? Ja, nee. Ich muss... Ballack hat ja 30 Ränge. Einmal so wieder tauschen und irgendwo... Wie übertrage ich die Ränge nochmal? Trainieren. Übertragen. So. So nämlich. Wo bist du? Da bist du. Freischalten. Zack. 929. Ja, guck mal, ich habe genug Punkte davon. Ich habe genug Punkte davon, yalla, und ich habe, wie Leute, wir haben einen 110er Stevie G. Einen 110er Stevie G. Geisteskrank. Also wenn ich jetzt nicht 117, 118 habe, dann weiß ich auch nicht. Huch, jetzt habe ich wieder gefettfingert. Alter Falter. Saugeil. 117, let's go, Junge. Und einen 13er Skillboost. Also, das war eine super, 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 super erfolgreiche Folge, muss man ehrlicherweise mal sagen, ne? Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, ich bedanke mich und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!